For Health steht für die Physiotherapie natürlich weiterhin auf festem Fuß. Wir sind sehr froh, dass wir hier diese Einrichtung betreiben können. Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Patienten gut nachbetreut werden. Es ist sehr wichtig, nach einer Operation eine kompetente Nachbetreuung zu bekommen. Das kann das Ergebnis wirklich dahin bringen, wo wir hinwollen. Die MedAlp hat sich verändert, die MedAlp hat neu gebaut. Wir sind jetzt neben der Autobahn, direkt neben der Raststätte Trofana zu finden. Im Rahmen dieses Umbaus wurde natürlich auch eine große neue ambulante Rehabilitationsabteilung eingerichtet. Und hier im Aquadom, die Physiotherapie bleibt wie bisher erhalten, es ändert sich nichts. Es wird eher das Programm erweitert. Einzige Änderung ist, dass jetzt eine neue Leitung hier ist. Das ist Christine Herget, eine erfahrene Physiotherapeutin, die schon seit einem Jahr hier an der Seite von Maximilian Ball gearbeitet hat. Und sie ist eine sehr erfahrene und maximal ausgebildete Physiotherapeutin. Ja, jetzt sind wir hier bei unserer Physiotherapeutin Christine Herget. Herzlich willkommen im Aquadom. Was ist das Besondere hier im Aquadom? Was macht es aus, hier eine Physiotherapie betreiben zu können? Also im Aquadom ist schon mal die Ambiente sehr schön, und was ein ganz großer Vorteil ist, dass wir den Fitnessraum mitnutzen können, wodurch man eben auch dann spezielle Übungen für die Krankheit noch nach der Physiotherapie zeigen kann, was dann die Patienten eigenständig eben im Fitnessstudio nutzen können, wodurch wir keine Zeit während der Physiotherapie verlieren. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, im Aquadom das Fitnessbecken, das Aktivbecken mitzunutzen, wodurch wir dann eben auch eine Wassertherapie anbieten können, was auch ergänzend zur Physiotherapie gemacht wird. Die meisten Patienten kommen mit einer Verordnung vom Arzt, und da stehen ja dann oft so verschiedene Begriffe drauf, wie Heilmassage, Fangopackungen und das Ganze. Viele Leute fragen immer wieder nach, sie können sich wenig darunter vorstellen. Was ist jetzt zum Beispiel diese Heilmassage, wie unterscheidet sich die von einer normalen Massage? Also bei der Massage, bei der normalen Massage ist es so, dass man den großen Körper, also einen großen Teil vom Körper massiert, und das soll eben zur Entspannung und zur Wellness eher sein. Bei der Heilmassage ist es so, dass man sich einen kleinen Teil vom Körper raussucht. Das ist meistens der Teil eben, wo die Verletzung ist, und den bearbeitet, indem man die Muskulatur entspannt. Das ist manchmal auch relativ belastend für den Körper, und deswegen wäre es ungeschickt, an den ganzen großen Teil vom Körper zu nehmen, weil das zu viel wäre. Und es ist ja eigentlich auch das Ziel, eben die Bewegung zu vergrößern von diesem Gelenk, das betroffen ist. Und das ist eben nochmal ein anderes Ziel wie bei der normalen Massage. Ja, dann hätte ich noch eine Frage. Was ist die Heilgymnastik? Wie unterscheidet sich die Heilgymnastik von der normalen Gymnastik? Die Heilgymnastik unterscheidet sich eben auch wieder von der normalen Gymnastik dadurch, dass man auf das spezielle Gebiet, das verletzt war, eingeht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fuß, das Band oder sonstiges gerissen hat, dann wird da speziell geübt, dass das wieder stabil wird und eben auch gekräftigt, dass der Muskel wieder besser hält. Dadurch ist natürlich auch eine gleichzeitige Prophylaxe da, dass wenn man zum Beispiel auf einen Stein etwas schräg steigt, dass dadurch die Bänder schneller aktiviert werden, wodurch man dann wieder weniger schnell zum Sturz oder eben auch zum Bänderriss kommt. Das ist alles wirklich sehr interessant. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier im Aquadom. Ja, und dann danke vielmals für das Interview. Gerne. Sölden TV. Hier bist du der Star.